shake it down. Ja moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar, weil das eine Video so krass bei euch angekommen ist, wo ich so meine eigene Kreation von einem Outfit-Glitch oder so ein Komplettpaket euch vorgestellt habe. Und so viele Leute haben mir geschrieben, dass sie mehr davon sehen wollen und dass es richtig gut ankam. Und da dachte ich mir einfach, ich zeige euch jetzt nochmal sowas. Es ist zwar nicht so aufwendig und ja nicht so krass wie das davor. Für die Leute, die es gar nicht wissen, was es jetzt gerade geht, der Link zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal anschauen. Ich zeige euch jetzt gerade im Hintergrund noch, wie das Outfit aussah von letzten Mal. Und ich habe mir jetzt ein neues Outfit erstellt und das ist relativ, es ist einfacher zu erstellen, sieht aber halt nicht so krass gut aus. Mir gefällt es trotzdem extrem gut, aber es ist halt jetzt nicht so krass auffällig. Trotzdem möchte ich es euch gerne zeigen und ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt. Wenn es so ist, könnt ihr mir natürlich ein Like da lassen, weil so Kreationen von so Outfits ist doch eine Menge Arbeit, wie ich jetzt festgestellt habe. Man muss einfach mal gucken, was möglich ist mit dem Outfit, was kann man wegmachen, was kann man dazu machen. Und man hockt da eigentlich, oder ich hock da schon relativ lange mal da, hätte ich jetzt am Anfang auch gar nicht gedacht. Aber ich möchte jetzt nicht meckern, ich mache es ja gern für euch und ich finde die Outfits ja selber richtig cool, habe ja auch alle bis jetzt noch gespeichert. Dann fangen wir jetzt am besten gleich mal an, bevor ich jetzt hier wieder lang rumrede und es wird so ein Überlänge-Video, wo jetzt eigentlich gar nicht nötig ist, ne? Also fangen wir gleich mal am besten an. So, als allererstes braucht ihr den Motorradhelm, den weißen neuen Motorradhelm, der mit dem Cunning Stunts DLC mit ins Spiel kam. Ihr könnt natürlich auch den blauen nehmen oder einen gelben oder schwarzen und könnt natürlich den Heist Overall farblich dazu anpassen, wie ihr Bock habt. Ich mache das alles in weiß und wie ihr das dann macht, das bleibt ja euch überlassen. So, wenn ihr den weißen Motorradhelm dann gekauft habt, dann müsst ihr eigentlich nichts weiteres machen, außer euch noch den weißen Heist Overall an der Theke zu kaufen. Falls ihr den noch nicht habt. So, wenn ihr jetzt den weißen Heist Overall gekauft habt, dann müsst ihr einfach nur zurück in irgendein Apartment gehen von euch, wo so ein Fernglas steht. Es haben ja zwar jetzt viele unter das letzte Video geschrieben, dass die das Fernrohr nicht benutzen können. Warum das ist, kann ich euch leider gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ein neuer GTA 5 Bug. Ich würde euch empfehlen, das Ganze vielleicht mal in einem anderen Apartment mal zu probieren oder vielleicht im CEO-Gebäude oder unten am Pier, ist ja auch so ein Fernglas. Einfach mal so mehrere Ferngläser ausprobieren. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, dass manche die Ferngläser nicht benutzen können. Es ist auf jeden Fall ein Spielfehler. Und für die Leute, die halt diesen Spielfehler haben, kann ich euch leider gar nicht sagen, woran es liegt. Wenn ihr jetzt also in eurem Apartment angekommen seid oder in eurem CEO-Gebäude, dann müsst ihr wieder an das Fernglas gehen und dort den Fernglas-Glitch machen. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal Fernglas-Glitch, keine Ahnung, wie man ihn sonst nennt. Für die Leute, die es nicht wissen, wie es geht, ich zeige es euch jetzt nochmal. Und zwar, ihr rennt an dem Fernglas vorbei. Wenn dann links oben die Anzeige kommt, ins Fernglas reinzuschauen, einfach mal rechts rück und weiter rennen. Dann schaut er nicht in das Fernglas rein, nimmt aber seine Maske und alles ab und ihr könnt euch irgendwelche Sachen noch anziehen, worauf ihr gerade Bock habt. Also ich ziehe jetzt gerade mal den weißen Helm an und ziehe natürlich dann irgendeine Brille an, auf die ich jetzt gerade Bock habe. Und danach müsst ihr einfach nur wegrennen und wie ihr seht, hat er jetzt wieder die Maske auf, die Brille und den Helm. Jetzt könnt ihr das leider nicht in eurem Apartment speichern, weil sobald ihr da reingeht, verschwindet der Helm und deswegen müsst ihr zurück in irgendein Klamottengeschäft gehen. Ich würde euch empfehlen, unten am Stripclub, weil dort müsst ihr den nächsten Glitch dann machen. Wenn ihr also jetzt in dem Klamottenladen seid, dann geht ihr an die Theke und speichert dann dort dieses Outfit, wo ihr jetzt gerade anhabt. Ich nenne es jetzt einfach mal OF2. Unten seht ihr noch OF1 vom letzten Video. Und das jetzt einfach mal speichern, so wie es jetzt ist. So, wenn ihr es dann gespeichert habt, dann geht ihr wieder zurück auf Outfits, geht dann runter auf Fliegeranzüge und zieht euch dort irgendeinen Fliegeranzug an. Ich mache es einfach mit dem schwarzen, damit ich den schwarzen Schlauch habe. Und dann müsst ihr eigentlich rüber zum Stripclub rennen. Steigt bitte nicht in ein Fahrzeug ein, weil dann kann es nicht sein, dass der Schlauch nämlich verschwindet. Und deswegen müsst ihr kurz rüber rennen, das ist auch gar kein Problem, da drüben ist ja gleich der Stripclub. Und wenn ihr dann dort drin seid, einfach wieder euer Interaktionsmenü öffnen, geht dann wieder runter auf Stil, geht auf das Outfit, was ihr gerade gespeichert habt, also in meinem Fall OF2, geht wieder aus dem Interaktionsmenü raus und verlässt diesen Stripclub und schon habt ihr den Schlauch unten dran. Und jetzt ist auch wieder ganz wichtig, wieder rüberrennen zum Bekleidungsgeschäft. Ich glaube, aufs Motorrad dürft ihr steigen, da kann nichts passieren, aber im Auto verschwindet es halt. Deswegen macht es einfach zu Fuß, kann euch gar nichts passieren, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das Outfit müsst ihr jetzt einfach mal speichern, wieder an der Theke. So, und das war's eigentlich schon mit dem Outfit-Glitch. Also ich finde, es eigentlich sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, ob ihr das sowas auch feiert, aber ich feiere sowas wie Sau.
Und ich zeige euch jetzt gerade mal, dass es auch wirklich so gespeichert ist. Ich wechsle mal kurz das Outfit. Bams. Und zurück. Und Bams. Jetzt seht ihr, dass der Schlauch verschwindet. Da müsst ihr einfach nochmal X drücken zum Bestätigen. Also zweimal bestätigen. Dann kommt der Schlauch auch wieder. Das ist ein bisschen verbuggt in dem Spiel, aber da müsst ihr einfach zweimal drücken. Und dann kommt der Schlauch auch wieder. Genauso, wenn ihr in ein Fahrzeug steigt, verschwindet der Schlauch. Dann geht ihr einfach wieder auf das Outfit, drückt X und der Schlauch ist wieder da. Das müsst ihr halt wissen, also der Schlauch verschwindet ab und zu, aber dann einfach zweimal das Outfit auswählen und schon habt ihr das. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, lasst mir noch ein Like da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann lasst doch auch mir ein Abo da. Würde mich darüber tierisch freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.